Hallo und guten Tag beim Lampenfieber-Coaching. Mein Name ist Maria Starrbacher. Gehörst du auch zu den Menschen, die sehr gut vorbereitet sind bei Präsentationen und Vorträgen und dann ist irgendeine Situation plötzlich anders und du stehst komplett daneben und kannst dich nicht mehr einkriegen, kannst den Gedanken im Gehirn nicht mehr sortieren, verlierst den Faden und weißt überhaupt nicht mehr, wie du es schaffen sollst, mit dieser veränderten oder neuen Situation gut umzugehen. Ja, dann hast du wahrscheinlich ein großes Bedürfnis nach Ordnung, Kontrolle und Sicherheit. Und das haben wir nicht immer, denn in unserer schnelllebigen Zeit kann es ganz, ganz schnell sein, da wird was umgestellt, da wird eine Präsentation vorgezogen, die andere nachgestellt und so weiter. Und schon sind wir aus dem Konzept. Um dein Gehirn darauf zu trainieren, mit solchen ungewohnten, veränderten Situationen besser klarzukommen, schlage ich dir eine einfache Übung vor. Dalai Lama hat einmal gesagt, man soll zumindest einmal pro Jahr an einen Ort fahren, wo man nie zuvor gewesen ist. Ich habe mir das nun zur Gewohnheit gemacht, nicht nur einmal im Jahr das zu machen, sondern bei jeder Gelegenheit, die sich mir bietet, einen anderen Weg einzuschlagen. Auch in meiner Heimatstadt gibt es immer wieder noch Gassen, die ich nicht kenne, oder irgendeinen versteckten Durchgang oder ein Geschäft oder ein Lokal, das ich noch nie betreten habe, einfach mal was anderes zu sehen und was anderes zu tun. Und ich mache einen Umweg und gehe nicht den schnellsten, den ich gewohnt bin, nach Hause, sondern nehme halt 10 Minuten, Viertelstunde in Kauf, um mal was anderes zu sehen. Und das mache ich dann immer sehr bewusst. Spontaner zu werden, kannst du dich auch selbst in Situationen bringen, wo nicht vorhersehbar ist, wie sie ausgehen werden, wie die Menschen, die du darin verwickelst, reagieren werden. Also der Zugang ist wirklich ganz, ganz spielerisch. Du kannst anfangen mit einer ganz leichten Übung, jemanden nach dem Weg zu fragen, obwohl du vielleicht dein Navi in der Hand hältst. Oder du den Weg eh selber weißt. Du kannst jemanden unverhofft auf der Straße ein Kompliment machen. Wow, sehen Sie aber gut aus. Und du wirst sehen, die Reaktionen darauf können ganz unterschiedlich sein. Von hoch erfreut und humorvoll bis auch verärgert und keine Zeit. Und da. Ja. Und du wirst merken, dass die Reaktionen der anderen Menschen gar nicht so viel mit dir selber zu tun haben, sondern das ist ihre Sache. Sind sie gut aufgelegt oder schlecht drauf? Und so reagieren sie dann halt auch auf dich. Ja, du kannst auch was Verrücktes machen. Auf einem belebten Platz einen Luftsprung machen, rückwärts gehen, eine Drehung machen, die Hände über deinem Kopf zusammenschlagen. Was immer dir einfällt, was ein bisschen Mut braucht und ein bisschen auffällig ist. Und du wirst sehen, die Leute sind so mit sich selbst beschäftigt, sie werden sich gar nicht rasend um dich kümmern oder wenn der Kopf vielleicht schüttelt. Und du kannst lernen, mit solchen veränderten Situationen spontaner, spielerischer umzugehen. Sehr hilfreich ist auch zum Beispiel in eine Improvisationstheatergruppe zu gehen und wirklich zu schauen, ups, da muss ich im Moment reagieren. Und das fördert tatsächlich das Reaktionsvermögen, die Flexibilität, die Spontanität, die Schlagfertigkeit und die Sicherheit dabei. Also ich wünsche dir viel Vergnügen. Solltest du noch andere Tipps brauchen oder mehr wissen wollen, wie du deine Unsicherheiten in den Griff bekommen kannst, komm in meine Facebook-Gruppe Lampenfieber, Unsicherheit, Zweifel beim Präsentieren oder ich lade dich auch gerne ein, in mein Webinar zu kommen unter www.lampenfiebercoaching.at/Webinare kannst du dich für mein kostenloses Webinar anmelden und in dem
erzähle ich dir, wie das Lampenfieber überhaupt entsteht, wo es herkommt, auf welchen Ebenen es sich bemerkbar macht und natürlich, wie du es in den Griff bekommen kannst. Ich freue mich auf dich und wünsche dir toi 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 bei all deinen Auftritten. Bis bald.